Was geht ab, liebe Pöhlersbande? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Borussia gegen Borussia. Topspiel in der Bundesliga. Was will man mehr? Für mich wird es heute ein sehr besonderes Spiel, denn ich darf heute das erste Mal meine Mama mit ins Stadion nehmen. Sie hat sich das gewünscht und ich ermögliche ihr das dank Flipfam, denn die haben die Karten bereitgestellt für dieses Topspiel heute. Und ich hole die jetzt ab. Die weiß noch von gar nichts, denn die hat heute auch Geburtstag. Es wird richtig wild. Wir überraschen sie jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Mutter, jetzt sag doch mal, hast du mit diesem großartigen Geschenk gerechnet? Nein, habe ich nicht. Freust du dich? Ich freue mich wie Bolle. Ich denke nur, du müsstest heute eigentlich streamen, hätten deine Follower verdient. Aber Mutter, ja, die kriegen aber jetzt einen Stadionblock. Wollte gerade sagen, Mutter aber forever, ne? Ja, natürlich. Sowieso. Und jetzt mal im Ernst, ne? Alle in Gelb ins Stadion. Also ich würde sagen, das Motto ist schon mal perfekt umgesetzt. Wir fahren aber gleich auch nochmal in die Fanwelt und statten dich nochmal mit ein bisschen BVB-Zeug aus, ne? Nee, echt? Ja, na klar. Also ja. Ab geht's. Ja. So, Freunde, fährt man stilecht zum Spiel. Wunderschönes Wetter, Cabrio, Dach auf. Also wenn das Spiel so wird, wie es Wetter ist, dann holen wir auf jeden Fall die 3 Punkte. Ich habe auf jeden Fall hart Bock, die andere Borussia wegzuschießen heute. Und Mama muss nachher natürlich auch Mitstimmung machen, ne? Das ist ganz klar. Jetzt haben wir schon mal geparkt, ne? Auf ganz entspannt, haben wir das Auto abgestellt, haben aber noch genug Zeit, mehr als genug Zeit sogar, und fahren jetzt erstmal noch mal in die Stadt, denn meine Mama hat gesagt, sie möchte natürlich ganz stilecht bei Wurst wie die essen. Ne? Wurstwilli? Wer ist Wurstwilli? Ja, hör auf. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Die weiß ganz genau, was Wurstwilli ist. Hat aber noch nie da gegessen. Ne? Und das wollen wir jetzt mal ändern. Deswegen es genießen. Ja, du musst es genießen, definitiv, weil das ist wirklich gut. So, angekommen am Dortmunder Hauptbahnhof, nicht wahr? Und jetzt geht es straight zu Wurstwilli. Freust du dich schon auf was Leckeres zu essen? In der Tat. Vielleicht erstmal auf den Geruch. Das reicht mir ja meist schon. Ja, also riechen tut's lecker, schmecken aber auch. Ich werde jetzt gleich auch noch einen YouTube-Kollegen treffen, liebe Leute. Dann werden wir mal gucken, was der denn zu Wurstwilli zu sagen hat, weil ich habe ihm schon prophezeit, das wird ein hochrangiges Essen für ihn. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, alle Dortmunder bisher, die man trifft, halten sich an das Motto, alle in Gelb ins Stadion. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, Leute. Was auch immer hier los ist, man weiß es nicht genau. Naja, die Richtung ist auf jeden Fall interessanter, denn wir stehen natürlich in der Schlange vom Wurstwilli. Und du hast gerade schon gesagt, du hast es schon gerochen, ne? Ich habe es schon gerochen. Mm. Es riecht leider lecker. So, dann erzähl mal hier. Ist es lecker? Mich? Du meinst jetzt mich? Ja, ja, natürlich. Ich kann nichts sagen, ich muss leider essen. Ja, dann lass es dir schmecken. Aber das ist doch mal ein Geburtstagsessen, oder? Das Beste, was du je hattest. Top. Nicht zu toppen, in meinem ganzen Leben nicht mehr zu toppen. Ja, so. Das ist so. Alle müssen zum Wurstwilli. Ja, alle müssen zum Wurstwilli und das gönne ich mir jetzt auch mal wieder. Ja, denn. Mm. Es ist einfach immer wieder geil. Oh, dann geht mir das Herz auf, Leute. 10 von 10. Und jetzt gibt es noch einen Nachtisch von dem Stand daneben, Crepe Moni da hinten. Ne? Ein Espresso mit einer Kugel Vanilleeis. On top. Der Gesichtsausdruck sagt alles, wirklich. Das ist so lecker. Es ist so lecker. Ja, also lass es dir schmecken. Danke. Bitte. Mm. So, Freunde, jetzt haben wir hier neben mir und Borussen Berni den absoluten Ur-Borussen Benji. We wanted to see him play. Alexander Isak kam weg soon. Das habe ich im Übrigen nie verstanden, dass Isak in Dortmund nie diese Chance erhalten hat. Geisteskranker Spieler. Superstar, 100%. Leider ja. Also Isak, ich habe das früher schon, also Borussia Dortmund, Talentscout machen wir auch für euch, ist kein Problem. So, was wir aber auch machen, mein Lieber, Flipfam, schon mal gehört, ja, ne? Schon mal gehört? Backflip, Frontflip. Ist eigentlich Tinder für Fußballfans, ne? Links, rechts, zwischen, swipen, wie ist das? Und ich bin mal gespannt, wie so sein Bauchgefühl ist. Also das Bauchgefühl hier, das Bauchgefühl war schon mal gut. Jetzt sind wir mal gespannt, was er noch so für Bauchgefühl hat bei Fußballfragen, liebe Leute. 2 oder mehr Schüsse aufs Tor natürlich, gegen Gladbach. Natürlich. Ja oder nein? Natürlich. Natürlich? 6-0 heute. 6-0, sagt er. 100%. Wir sehen ihn aber erst später, sag ich ja. Ja, ist okay. So, sagen im Übrigen auch 87% der Leute. Ja, 1-7. Ja, ja. So, Dortmunds Startelf hat ein Durchschnittsalter, Dortmund hat ein Durchschnittsalter von unter 25 Jahren.
Die Startelf unter 25? Doch, ja, glaube ich. Also wir haben Bellingham, Adeyemi, Schlotterbeck, Reus ist mental jung. Reus ist mental jung. Marco, Junge, da hast du es gehört, ja? Wie alt ist Brandt? Über 25. Wie alt? Alea ist drüber. Ich sag Mal, ja. Mal ich ist runter. Ich sag trotzdem ja. Ich sag ja. Ja, okay. Komm. Also junge Startelf heute gegen Gladbach. 47% nur. Dortmund wird einen Freistoß gegen Gladbach verwandeln. Marco? 2 Minuten. Marco, direkter Freistoß? Meinst du nicht? Nee. 6-0 und es sind halt 6 Tore, die einfach Tore rausgespielt? Sind. Also ja. Wirklich aus dem Spiel? Kein Standard dabei? Kein Standard. Naja, vielleicht eine Ecke, aber kein Freistoß. Ja, Ecken aber auch nicht bei Dortmund. Sagen Sie deswegen auch 80% falsch. Bam. Ja, ja, hallo, ich bin ja einer von euch. So, Reus, 3 oder mehr Schüsse? Nee, heute nicht. Gegen Gladbach nicht, alter Verein, so weißt du, so ein bisschen Kopf. Also meinst du so aus Verbundenheit noch zu anderen Borussia? Nee, heute nicht. Nee, nicht 3 Schüsse, also Schüsse aufs Tor nicht, vielleicht normale Schüsse, aber... Schüsse über die Wolken, ja, oder in die Wolken? Er ist doch nicht mehr der Torschütze, er ist doch der Richter, der führt, der, weißt du das? Ist aber immer noch unser Mr. 1-0, ne? Aber nee, nicht mehr Adeyemis heute. Ja, okay. Moukoko wird 10 Minuten oder mehr gegen Gladbach spielen, ja. Ja, ja, ja. 100%. Ja, Youssoufa, Junge, machst du, auf jeden Fall. Sagen auf 74%. Oh, ein Spieler wird in der Partie Dortmund gegen Gladbach gegen seinen früheren Verein treffen. Also sowohl auf der Gladbacher als auch auf der Dortmunder Seite. Wen gibt's denn? Also wir haben... Hier, unser Mittelfeldspieler. Ja, Reus halt, ne? Nein, der andere. Ja, Hofmann. Der andere. Welcher andere denn? Mann, der mit den schwarzen Haaren nach hinten. Der Hut, genau, der mit dem Hut. Der Hut, ja. Aber der Hut, glaube ich nicht, dass er spielen wird. Doch. Auf der Bank zählt nicht? Achso, der muss spielen? Der muss halt, ja, natürlich. Will score. Also von der Bank wird er nicht treffen. Ach, scoren. Ja, dann nein. Scoren wird kein. Ja, aber Reus oder Hofmann oder Dahoud? Nee. Also ich sag nein. Ja, dann wir aber gehen ich bin ja auch nur ein erfahrener Schalker. Erfahrener Borusse, meine ich. Ja, natürlich, genau, ja. Alea, einen Schuss oder mehr aufs Gladbacher Tor. Sebastian. Wird er starten? Ist der Start? Geh schon aus. Was mit Adeyemi? Ich bin auf dem Flügel. Meinst du? Malen, Adeyemi, Alea. Meinst du? Ja, ja. Ja. Drück du mal. Ja. Und die letzte, egal was kommt, können wir sagen, auch 83%. Wie viele Fragen sind es immer? Hör mal, so viele bis Ende ist. Ach so, wir können das okay. Hier noch stundenlang spielen, aber eine machen wir noch. Mutter sagt auch nein hinter der Kamera, die kann nicht mehr. Dortmund, 10 brauchen oder mehr Blocks gegen Gladbach. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen sie nicht. Digga, 6-0, Leute. Also. Ja, aber kann ja sein, dass Kobel alles hält, wir alles wegblocken. Ja, denkst du wirklich, Gladbach wird 10-mal aufs Tor schießen? Nein. So, also, mal gucken am Ende dieses Vlogs, werde ich einblenden. Also wenn du Preis gewinnst, ne, kennst du meine E-Mail-Adresse. Dann geht das an den Mann. Ja, tausend Dank, dass du mitgemacht hast, mein Lieber. Sehr schön. Flip it in, flip it out. Also wirklich. Ist besser als sehr viele Berliner Currywurst. So, Freunde, inzwischen sind wir am Stadion angekommen, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir sind auf dem Weg dahin. Viele Fans mittlerweile getroffen und alle tippen auf jeden Fall mit Gegentor. Ich ja auch. Meine Mutter sagte immer noch zu null. So, Mutter. Da sind wir in der Fanwelt, ne? So sieht's aus. Nochmal ein bisschen gucken, was der BVB hier Schönes hat. Viel Schwarz-Gelb auf jeden Fall. Viel Schwarz-Gelb auf jeden Fall, ja. Wir gucken mal. Lieber Julian Brandt, ne? Das ist Support hier an der Stelle. Heute ein Tor, ein Assist. Läuft. Raus aus der Fanwelt und nochmal mehr in Gelb. Auf jeden Fall einmal Julian Brandt und einmal Kobel. Also das muss Glück bringen. Auf die Blauen kannst du dich auf jeden Fall nicht verlassen, wenn du dich einmal verlassen willst. Aber das ist egal, wir machen jetzt erstmal unser eigenes Ding hier, ne? Deswegen sagst du zu null, wegen dem hier? Ja, der Kobel regelt das. Also, die Bayern schießen die Blauen komplett weg, aber das ist auch egal, weil es geht um unser Spiel. Mittlerweile sind wir drin. Ja, erstmal den Nordeingang finden, weil hier kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Jetzt haben wir es geschafft. Die Szene von den Gladbachern ist gerade auch angekommen. Jetzt haben wir gerade noch Hans Meyer getroffen. Absolute Gladbacher Trainerlegende. Foto füge ich hier auf jeden Fall jetzt mal ein. Sehr, sehr sympathisch, der Mann. Ja, komm hier, mach schnell dein Foto. Und jetzt suchen wir erstmal die Plätze. Sind wir auf unseren Plätzen und was sagst du bisher? Beeindruckend. Ist schon gut, ne? Kann
der Rasensprenger. Ja, der Rasensprenger. Also ich muss sagen, vom Spiel sehen wir auf jeden Fall alle. Die Süd ganz in Gelb, überragend. Ja, jetzt müssen wir nur noch so Fußball spielen, ne? Verehrte Besucher des Arena Donauwalds, herzlich willkommen beim 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei unserer Begegnung heute gegen Borussia Mönchengladbach. Zuerst möchte ich unseren Gast aus Gladbach mit ihrer Mannschaft, mit ihren Fans Alter, ey!
So, Freunde, es ist Halbzeit. Sprachlos. Zu null. Ich sage, ich spiele zu null. Auf jeden Fall. Ja, also bisher liegst du richtig und bisher bist du ein absoluter Glücksbringer, muss ich sagen. Neben deiner Gattin, weißt du. Ja, das stimmt. Lieber auch Glücksbringer. Also, ich muss jetzt hier Leute durchlassen, das mache ich auch gerne, da stehe ich auch für auf. Aber was wir da gemacht haben, Leute, das ist völlig geisteskrank. Meine Verlobte ist mit, meine Mama ist mit und es sind völlig wilde Ergebnisse. Aber die spielen auch einen Fußball von einem anderen Stern. Sei mal ehrlich, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Wir hätten deutlich mehr machen können oder müssen, weil eine Angriffswelle nach der nächsten gerollt ist. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, was der BVB zu Hause spielt. Wolfsburg, Gladbach, auch mit Auswählen. Ist Gladbach ja bei aller Liebe keine Laufkundschaft. Aber wir sind so in einem Flow. Und da frage ich mich halt, warum nicht die ganze Saison so? Weil das ist so stark, das ist so eine Demonstration, aber egal. Also bitte, einziger Wunsch für Halbzeit 2, genauso weitermachen und nicht aufhören. Und einfach auch auf die Tordifferenz gehen und weiter gierig bleiben. Aber das war... Eine Eins mit Sternchen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oder? Mehr als Hammer. Mehr als Hammer. Mehr als Hammer. Und da hat meine Mutter noch gesagt, zu null. Elfmeter für Gladbach. Aber ich muss auch sagen, bisher ist die zweite Halbzeit auch so, man hat sich auf dieses 4-0 geeinigt, muss man auch sagen. Aber jetzt gibt es wohl diesen Elfmeter. Okay. Also wenn meine Mutter das sagt, lasst uns überraschen. Ole, 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 So, liebe Pöllersbande, das war der Stadion-Vlog vom ersten Mal im Stadion mit meiner Mama. Ja. Ja. Und ich sag's euch, wir sind jetzt die letzten Meter zum Auto. Die zweite Halbzeit, ne? Ich bin ja hier der Berufspessimist bzw. der Berufskritiker. Ne? Also ich sag's, wie es ist. 4-2, dann Riesentat von Gregor Kobel, muss ich nochmal lobend erwähnen, weil sonst steht's 4-3. Und dann hast du auf einmal wieder unnötige Hektik und das verstehe ich nicht. Und das ist das, wo ich mir wünsche, na, spiel doch weiter und mach den Sack zu. Das ist das, was ich in der Halbzeit gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass wir da einfach weitermachen. Sei es drum, haben wir hinterher nochmal den Sack zugemacht. 5-2, 7 Tore bei der Premiere von meiner Mama. Hat es dir denn Spaß gemacht? Wahnsinnig. Ich werde da die nächsten Wochen von zehren und ich war sicherlich nie das letzte Mal da. So, und dann hat sich das doch heute gelohnt. Also auch nochmal tausend Dank an Flipfam, dass ihr das ermöglicht habt, dass ich meine Mama endlich mal mitnehmen konnte. Ich meine ganz ehrlich, ich bin schon, weiß ich nicht, seit über 20 Jahren BVB-Fan mit Leib und Seele. Und meine Mama hat so viel von mir und Borussia Dortmund mitbekommen. Jetzt bin ich einfach sehr stolz, sie einfach mitgehabt zu haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Macht es gut, Jungs und Mädels. Macht es gut, Jungs und Mädels. In dem Sinne sind wir raus. Tschüss.